Herzlich willkommen zum Montagevideo der Modicap Black Edition. Als allererstes müssen wir das originale Kopfband der Oculus Quest entfernen. Wir gehen hin und entfernen das Gesichtspolster. Nun entfernen wir den mittleren Riemen. Einfach hier ziehen. Das Ende wird ein bisschen schwieriger, aber einfach ein bisschen mehr Zug dran geben und schon hat man es gelöst. Als nächstes müssen wir diesen Klettverschluss entfernen. Ich benutze dafür einfach ein handelsübliches Messer. Ihr könnt ein Skalpell benutzen, auch ein scharfes Messer. Und man geht jetzt einfach hier drunter und versucht den Klettverschluss anzuheben. Wie ihr seht, er löst sich schon leicht. Und das macht man halt auf der gesamten Länge. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Um das originale Kopfband der Quest zu entfernen, müssen wir jetzt hier diese Betätigung reindrücken. Nimm einfach hier einen ganz normalen Schraubendreher, drück das runter und zieh dann auch gleichzeitig. So, und schon kann man das Ganze hier entfernen. Erste Seite, so auf der anderen Seite das gleiche. Hier haben wir wieder den Punkt, wo wir reindrücken müssen. Wir ziehen uns den ganzen Punkt wieder relativ zum Ende hin und drücken hier rein und ziehen. Ist nicht immer ganz einfach. So, jetzt haben wir einen Punkt. Jetzt können wir wieder ziehen, bis wir den Klettverschluss auch haben. So. Jetzt haben wir das originale Kopfband schon mal gelöst. Als nächstes müssen wir diesen Aufkleber hier entfernen. Darunter befinden sich die Schrauben, um das ganze Teil hier zu entfernen. Das versuche ich jetzt mal mit dem Messer anzuhebeln. Dann haben wir die erste Seite entfernt. Das Ganze auch nochmal auf der anderen Seite. Und die zweite Seite. Als nächstes müssen wir diese Halterung hier entfernen. Das machen wir mit dem mitgelieferten 5er Torx Schraubendreher von der Firma Viha. Und hier sind die zwei Schrauben. Falls ihr die nicht genau sehen könnt, ihr habt hier den Drehmechanismus in der Halterung und dreht es so, dass ihr genau die Schrauben seht und dann könnt ihr das Ganze lösen. Aufbewahren, denn die brauchen wir auch weiterhin. So, schon ist die erste Seite los. Legen wir das mal dahin. Das Ganze auf der anderen Seite auch nochmal. So, und schon haben wir die Halterung gelöst.
Als nächstes können wir das Gesichtspolster wieder montieren. Einfach kurz aufklicken. Und fertig. Als nächstes können wir das Modicap Black Edition an die Quest montieren. Und wir legen dazu erstmal diese Leitung hier entlang. So. Und diese Leitung hier legen wir auch nach innen. Und jetzt können wir die Halterung hier ansetzen. Es hält wirklich nur in eine Richtung und ist auch nicht mehr drehbar. Der Drehmechanismus befindet sich in der alten Halterung. Jetzt setzen wir die originalen Schrauben an. Und drehen diese fest. Und nur handfest. Nicht mehr. Nummer 2. Und hier können wir jetzt auch den Klinkenstecker einstecken. Und das Ganze machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Dann setzen wir wieder die Halterung an, halten diese fest und setzen die originalen Schrauben an. Und drehen diese wieder handfest. Nummer 2. Und fertig ist die Montage. Viel Spaß mit dem Modicap Black Edition.